Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute gibt's das Finale des FIFA Active Cups. Wir haben ja gegen AK der Gütscher 4:2 im Halbfinale gewonnen und das hat natürlich zur Folge, dass wir jetzt im Finale spielen gegen den FIFA Gaming TV, Link zu ihm natürlich in der Videobeschreibung, genauso auch der Link zu allen anderen Teilnehmern und auch zum Veranstalter FIFA Active. Und das ist das Team, mit dem Team haben wir im Halbfinale 4:2 gewonnen. Richtig, richtig nice. D-Pay ist da richtig abgegangen mit seinen 5-Stern-Skills. Lever und Rom haben auch richtig gut gespielt. Allgemein war das Team einfach viel besser als unser Team in der Vorrunde. Mit dem Team habe ich das Gefühl, dass wir das Ding heute nach Hause bringen können. Und wenn ihr auch wollt, dass ich das gewinne, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und auch unterstützen. Schaut auch gerne bei MMOGA vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch ins Spiel. So Freunde, da ist er jetzt auch beigetreten und es ist das Finale. Es geht um alles. Es geht um alles, um alles. Wir wollen diesen Titel natürlich nach Hause bringen. Ich will das Turnier jetzt echt gewinnen. Unser Team sieht auf jeden Fall gut aus und ich bin gespannt, was er für ein Squad hat. Oh mein Gott, er spielt mit Dumbia, ganz klar. Ja gut, vielleicht bekomme ich jetzt zurück, was ich in der Vorrunde gemacht habe. Wir werden es sehen, ich hoffe aber nicht. Und dann würde ich sagen, starten wir ins Game. Komm jetzt. Bitte, 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 hau ihn rein. Der war drin, oder? Ja, 1:0. Oh mein Gott, wie happy kann man sein. Also wie glücklich kann so ein Tor ausfallen. Oh mein Gott, richtig, richtig nice. 1:0 in der 26. Minute. So, und der Freistoß, das ist eine Sache für die Pay. Oh mein Gott, was tue ich? Oh mein Gott, was tue ich? Oh Mann. Ich habe gedacht, wir haben schon wieder so einen Luck. Ich wollte eigentlich mit D-Pay schießen, dann habe ich ihn doch kurz abgespielt. Und dann fällt hier sozusagen fast schon ganz, ganz glücklich das 2:0. Komm, D-Pay, du hast einen Schuss, du hast einen Schuss. Oh mein Gott, was war das für ein Tor? 2:0, 37. Minute ohne Kommentar. Genießt es in der Wiederholung. Genießt es einfach in der Wiederholung. Was hat der für eine Schusskraft? Was hat D-Pay für eine Schusskraft? Und vielleicht beschert er uns heute sogar den Finalsieg. Was wäre das für eine Geschichte? D-Pay, gerade erst ins Team geholt und dann das. Einfach nur das. Wahnsinn. Traumtor. 2:0. Da unten läuft sich einer frei. Da laufen sich sogar zwei Spieler frei. Spiele nochmal auf D-Pay. D-Pay mit dem Innenriss Finesse ins Kreuzeck. 3:0. Das läuft richtig, richtig gut. Wir sind schon wieder dabei, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann hätten wir den Cup. Dann hätten wir den FIFA Active Cup gewonnen. Nein, Sturridge ist durch. Sturridge ist durch, aber den macht er nicht. Oh, zum Glück. Sirigu ist zur Stelle. So, Freunde, Halbzeit. Es läuft alles nach Plan. 3:0. Und ich bin richtig guter Dinge, dass wir dieses Ding nach Hause bringen. Ab geht's in die zweite Halbzeit. Oh mein Gott, Dumbia ist durch. Ja, Sirigu ist wieder mal zur Stelle. Sirigu ist einfach der Keeper in FIFA 15. Und dann macht er ja auch gleich mal die Ecke. Hoffentlich wird das kein Tor. Hoffentlich wird's kein Tor. Sehr gut. Ja, Wijnaldum, der kann auch skillen. Der kann auch skillen und schießen kann er auch. Leider nicht so gut wie D-Pay. Boah, diese Kombinationen. D-Pay. Oh mein Gott, schade. Und D-Pay will's jetzt wissen. D-Pay will's wissen. Schade, der war gar nicht schlecht getreten. Robben läuft, Robben läuft, Robben kriegt den Ball. Robben schießt gleich, Robben. Schade. Boah, Robben, Robben. Ian Robben wird dann noch gefoult, okay. Wir spielen aber weiter über Konko. Oh, schön gemacht, Konko. Schade, Tormann hat gut gehalten. Wieder gut gespielt, wieder richtig gut gespielt jetzt über Ian Robben. Das passt einfach alles so gut zusammen. Also dieses Team, das hat schon was drauf. Und jetzt, schade, Tor. Oh mein Gott, abseits, okay. Er hat ihn sowieso nicht gemacht, aber wirklich, dieses Team hat schon was drauf. 86. Minute und wir führen immer noch mit 3:0. Anschlusstreffer, Anschlusstreffer für den Gegner Sturridge. Ja, Walcott hat sich hier einfach durchgepaced, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Sturridge steht dann in der Mitte und macht den Kopfball. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Nein, 2:3, Alter. Der paced sich aber auch nur durch und seine Stürmer stehen da drinnen. Richtig, richtig feige. Freunde, ich bin gerade so dabei, das Video zu schneiden und auf einmal komme ich drauf, dass diese beiden Tore identisch waren. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach nochmal übereinander gelegt. Nein, oh mein Gott.
Oh mein Gott, die Partie ist vorbei. 3-2 gewonnen. Ich habe schon gedacht, das wird jetzt auch noch ein Tor. Er hat sich am Ende einfach nur durchgepaced und hat dann 2 Tore gemacht. Aber wir konnten mit unserem, ja, mit unserem Spiel sozusagen dann 3-2 gewinnen. Mich freut das richtig. Diepe hat gezeigt, was er kann. Deswegen haben wir ihn im Team. Und das ist dann also wirklich der Finalsieg. Wir haben den Cup geholt, den ganzen Cup. Unter 12 YouTubern, da war ich dann doch der Beste. Also das freut mich auf jeden Fall richtig. Soll jetzt wirklich nicht arrogant klingen, aber das freut mich einfach. Versteht ihr das? Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da, wenn ihr euch mit mir freut. Und bitte jetzt nicht haten, wenn ihr von irgendeinem anderen Channel kommt und seht, der hat gewonnen, bitte hat der gewonnen. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zusehen und ich verabschiede mich auch schon und sage wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.